Hi Leute, da bin ich zurück zu Life is Strange. Ja, ich habe die Cam dabei. Viele Leute von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal wieder mit Cam aufnehme. Toll ist, dass ich jetzt gerade nach meinem Hustenanfall 1000 Testaufnahmen machen musste, wo sie den Alarm auslöst. Und ja, konnte mir die ganze Zeit immer wieder den Alarm anhören und ihr Gefluche. Ja, da sind wir wieder beim hier Dingens-Direktor. Ich hoffe, es freut euch, dass ich mit Cam aufnehme. Life is Strange ist vielleicht ein ganz gutes Projekt dafür. Ja, wir gehen ja gleich. Zum Thema Life is Strange hatte ich gefragt, wie sieht's aus? Findet ihr die Entscheidung gut? Viele von euch haben gesagt, ja, finden wir gut. Also die, die kommentiert haben. Und dann bin ich doch beruhigt, dass ich jetzt sage, wir gehen raus. Man kann, glaube ich, jetzt die Zeit zurückdrehen, will ich aber nicht, sondern wir gehen jetzt einfach raus. Und belassen es bei der Entscheidung, in der Hoffnung, dass es nicht allzu schwere Konsequenzen trägt. Ich habe mir das aber noch mal kurz angeguckt, die Szene. Und er hat ja irgendwie Drogen vertickt, der Typ oder so, der schießen wollte. Und ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt. Wahrscheinlich ist sie auch nicht ohne. Und sie hat ihn sicherlich auch unter Druck gesetzt. Und vielleicht ist nicht gerade auf die richtige Art gemacht. Aber nein, von dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, bleibe ich dabei. Aber ich bin sehr gespannt, was kommt. Wir verlassen das Schulgelände und lassen es so. Ich hoffe, der Ton ist gut eingestellt so. Kann sein, dass ich zu laut bin oder das Spiel zu leise oder das Spiel zu laut. Das muss ich dann eventuell in der nächsten Aufnahme nochmal nachchecken. Aber ich lasse es jetzt erstmal kurz so. Oha, jetzt wird er auch tatsächlich geholt. Wir haben ihn verpetzt. Ja. Wer ist das? Ach, Brooke. Sieht doch ganz cool hier aus. Die ist doch fesch. Brooke actually has a drone? Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ja, lieben gern. Ist das legal? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Okay. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay, das war jetzt nicht so nett von der. Ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht doch nicht mag. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. B400. Highfly. Ivo. Nicht die Ivo. Aber hey, okay, ich habe eine Nachricht bekommen, I better read Warren's text before he blows my phone up. Ja? Okay. Ah, hier. Ignoriere diese Nachricht. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Aha. Okay. Gut, dann... Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Dann hol mal dein USB. Ja, wie? Du kannst jetzt da... Achso. Jetzt kann ich das Tagebuch lesen. Mit der Kamera drüber. Es wird bestimmt total gut. Ja. Lehrer. Schlecht noch nur, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon. Noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert, also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club. Der gute Vortex-Club. Der tolle Feten schmeißt, also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh, die wohnt auch hier und ist in einer meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Missstücke wie Victoria, die glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Ziel, ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Okay. Warren, haben wir nicht hier den Direktor neu? Ich weiß nicht, was Direktor Worlds Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stottere wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat.
Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein öde Kolonie gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde meine großartige Fotografin, erwidere Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Okay. Ja. Dann USB-Stick und so, aber erstmal hier die Leute und Sachen angucken. Wieder das Vermisstenposter. Mal wieder. I've never seen so many missing persons posters for the same person. Die so groß ist wie ich und fast so schwer. I could go for a burger now. Ja. Was ist denn das für eine Burger-Werbung? The Who Wills Diner. Ja, richtig coole Jungs hier. Justin und die Skater-Gruppe. Yeah, setzen wir uns direkt dazu. Chillen ab. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Es steht echt auf Skater, ne? Yo, Justin. Check out the Max. Yo. Come to thrash? Ja. Sie oh, yeah? Die doch. Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ja, okay, sorry. Wir üben dann noch ein bisschen. We're done talking. You're too sketchy. Oh Mann, das war jetzt scheiße gelaufen, ne? Die Skater-Boys wollen dich nicht. Entschuldigung. Einfach mal so ein Bein stellen. Können wir hier nicht rüber? Latschen? Können wir da das Schulgelände verlassen? Entschuldigung. So extra anrempeln. Obviously can't go there. Hier kann ich offensichtlich nicht durch. Oh Mann, dann gehe ich wieder zurück. Okay. Gut, latschen wir wieder zurück. Kein Ding. Wer ist das hier? Stella. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja, ich denke auch. Er ist unnahbar. Ich weiß noch nicht. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Jetzt, wo du es sagst, auf keinen Fall Victoria. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from the Oha, Texas. Die Rachel. Mm-hmm. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Die vermisst hat mit dem Lehrer gemacht. Aha. Ja, okay. Was mit ihr hier? Der Leopardentroller? Okay. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool hier. Stella always looks so serious Stella. And dedicated. Good for her. Was haben wir hier? Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Alles hier von Jefferson oder was? Jefferson Jason Bain, made by Jefferson. Hallo, Entschuldigung, einfach mal drüber, wer getrampelt. Nein, natürlich nicht, wir sind hier eine nette Schule. Wer bist du? Ich bin so deprimiert. Okay, dann lassen wir die mal lang wandern. Oh, hier ein Vogel, mach ein Foto, das wird einzigartig. Wir machen Fotos. Was ist, wenn ich da vorne lang gehe? Kann ich bestimmt auch nicht gehen, oder? Ich schaue mich nur mal um, wir holen gleich den USB-Stick. Zu den Wohnheimen gehen. Achso, ich muss hier sogar lang gehen. Hier geht's zum USB-Stick. Gut, weiß ich Bescheid. Come on, Logan, bring it, Brock. Yeah. Ah.
I need to go to my room and return Warren's flash drive. Ja, dann gehen wir mal hier den Querpfad. Wer sitzt denn hier? No. Alyssa. Die Alyssa? Dann kommt die Sirene und dann geht's wieder los. I feel like Alyssa and I should be better friends. Wird aber anders geschrieben. Oh. Hi, Max. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happens. Die ist irgendwie witzig. I feel like Alyssa and I should be better friends. Also sie ist noch nicht so viel befreundet irgendwie. Sie versucht es immer. Wer ist das? Logan. Ach, Logan. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Er ist ja auch ein Hecht, ne? Hey, Logan Robertson. All-American asshole. Ja, so kommt er mir auch vor, du. Und sieht dabei nicht mal gut aus. Ach, so wer ist er hier? Drei Wettertaft. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Ja. Da folgen ja auch ein paar football, Leute. Football, Max. Big football. Step away. Oh ja, ey, wenn ich die schon so reden höre, ne? Abkotz. Hier ein Mülleimer. Fotografieren. Wer ist das? Ach, there's hier. Kate, unsere Freundin. Looking sadder than usual. Trauriger als sonst. Hi, Kate. Hi, Kate. Hey, Max. Awesome. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Was ist denn los mit ihr? Die soll mal rausfahren. Was ist jemand neben sie? Okay, dann nicht er wieder hier am Putzen. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. So ein bisschen schon, ne? Howdy, Samuel. Well, hello there. Warum all diese Poster? Sie ist beschäftigt aus. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Was ist passiert? Du kannst Rachel, wie war sie so? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Du kannst Rachel, wie war sie so? What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Ja, mit seinem Sonnenlicht. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Der ist echt ein bisschen komisch. Vielleicht kommt er ja wirklich aus Akte X oder so. Okay, ich wusste auch nicht, dass die ihn so persönlich kennt, dass die hier mit dem so schnacken und so. Oh, hier! Oh, geil! Unsere Freunde. Oh, shit. There's Victoria and her mean girls. Ja, egal. Lass mal nicht mit denen reden, oder? Oder? Komm, wir trauen uns mal. Was ist jetzt hier los? Oh, look. It's Max Caulfield, the selfie-ho of Blackwell. Ja, Schnauzen. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. Yeah. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Uh-huh. Yeah. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Wir müssen da durch, oder was? Müssen wir da durch? Oder wohnen die da, dass wir hier da, ich weiß auch nicht. None shall pass. Capisce? Richtig, richtig assi. That's the first and last time I expect to hear that.
Do you understand English? Get lost. Oh, das ist so... Ich kann die so nicht abschauen. Hier, ein Sprinkler. Vielleicht können wir irgendwas machen mit dem. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Das Sprinklerventil. Vielleicht kann uns ja der Hausmeister helfen. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Also, die sollen sich da verziehen. Ach, guck mal hier, Ah, er kann natürlich auch mit seinem Streichen was bewegen, wenn das Ding da runterfällt. So ein bisschen lusches, ne? Wisst ihr noch? Jetzt machen wir eine Falle und dann stürmen die alle, wo es lusches, wenn man ihn braucht. Okay, das war ein anderes Spiel. Aber ich vermisse Lucius. Hier, guck mal, da ist doch... Nee, das ist nur zum... Nein. Aber wir können da rein. Vielleicht hilft uns das ja. Können wir hier irgendwas drücken oder machen? Oder angucken? Können wir da durchgehen? Hier ist die Wasserpumpe. Da, da können wir was machen. Oh, oh. Think, Max. Rewind and find something. Geh zurück und finde eine Lösung. Okay, dann machen wir das mal. Über mir ist der Kringel-Dingel. Zeit zurück. Wie weit will sie denn zurückgehen? Komm, wir gehen ordentlich weit zurück. Sind wir jetzt da? Ja. Wir benutzen das. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ja, wunderbar. Das hat ja gut geklappt. Können wir hier wieder noch was machen? Ich glaube, wir sind hier durch, oder? Oder? Ja. Na dann. Sagt er jetzt was dazu oder nicht so? There goes Samuel da Vinci to paint the window. I can't grab that. Samuel is... Ach so, wir müssen wieder zurückdrehen dann. So, jetzt manipulieren wir den. Und okay, wenn er dann kommt... Let's see if this works. Tropf, Tropf auf die Mädchen drauf. No way, oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Haha. Ja, scheiße gelaufen, ne, Uschi? Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Hey, Victoria. What do you want, Max? Verspotten, trösten. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. Awesome. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Hach, jetzt haben wir sie sogar so ein bisschen auf unserer Seite. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Ich finde das ganz gut gelaufen eigentlich. Warum habe ich sie jetzt nicht verspottet, sondern getröstet, weil ich dachte, die Konsequenz, dass sie vielleicht sich auf unsere Seite schlägt, tut Max wahrscheinlich besser, als wenn wir sie verspotten und sie uns noch mehr hasst. Sie weiß natürlich nicht, dass wir das Ganze manipuliert haben, aber in dem Fall dachte ich so, ach komm, manchmal werden die Leute anders, wenn man in Not ist.
und dann jemand kommt, der nett ist, so. Vielleicht hat sie jetzt einfach so ein im Hinterkopf, ach, die ist ja doch eigentlich ganz nett und nicht blöde Bitch. Also jetzt von hier Dingens Seite aus, ne? Nicht von Max. So, wir nehmen das Wohnheim natürlich und gehen rein. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Was war da in dem? Victoria is going to be pissed we took so long. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Dann gehen wir mal durch. Juliet, extreme reporter. Finde ich eigentlich ganz witzig hier. Aber muss auch sehr anstrengend sein, glaube ich, so zu wohnen mit denen. Was ist hier? Können wir da durch? Sieht ja auch lecker da drin aus. Anschlagbrett, was ist hier zu sehen? Können wir das mal? Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir mal bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter auf www.blackwellacademy.at. Okay. War das alles? Could be fun. Nicht hier. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Irgendwas mit Geeks, suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin, Robin Hopp, Neil Gaiman, Piers Anthony und so weiter. Der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Marion Zimmer, Bradley und der übliche Scheiß mit fliegen, alles klar. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt und keine Jungs. Finde ich ja irgendwie witzig zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. Für 20 Dollar für Lieferung, für noch mehr. Okay, was haben Thanks wir noch? For the warning. Der Vortex Club, bald. Ja, okay. Die Werbung ist aber witzig. Ich sag ja, die Schule ist irgendwie ganz cool. She's missing. Somebody has gone crazy with these posters. Ja, aber irgendwas muss ja mit der noch auf sich haben. They live. Sei kein Zombie, es gibt einen Ort in einer Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearhead-Stiftung. Mhm, okay. Was haben wir hier? Okay, this is just mean and stupid. This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von Depressionen unterkriegen. Traurig und allein jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir hören zu, wir interessieren uns für dich. Verloren Handy, Diamanthülle zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen, bitte bei den Fonsaren Prescott Wohnheim abgeben, danke. Statistik-Tutor gesucht, Hilfe, fast ein Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe, zahle, wenn du mir eine Eins organisierst, hilf mir. Ich finde das irgendwie witzig hier. Fleisch ist immer noch Mord. Tritt dem Veganer Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder etwas Veganes mit. 17 Uhr Aufenthaltsraum. Ist auch schön. Die Nacht des Terrors. Stream along zu Halloween. Nightmare before Christmas. 16. Oktober. 19 Uhr Aufenthaltsraum des Wohnheims. Alle zwei Monate jeder willkommen. Ich mag die Schule. So, was haben wir hier? Da kann sie was hinschreiben. Ist das ihr Raum? Anscheinend. Also jeder kann da was... Jeder kann da was hinbatschen. Oder so. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see, Gandhi. Kann sie da durch? Nein. Hier ist nichts mehr zu sehen. Und was ist hier? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Wo gehören wir hin? Hier gehören wir hin. How sad. I didn't write anything. Dann zeichne was hin. I have nothing to say. Das ist lustig. Ja, mal so am Fremdenzimmer, was denn man Max noch mit so einem Ding. Okay, wir gehen rein in unser tolles neues Zimmer. Oder eigentlich ist es ja gar nicht neu, aber wisst, was ich meine. Das ist home ja cool. Sweet home. My favorite cocoon. Unsere kleine Höhle, die schauen wir uns ganz genau an im nächsten Part von Life is Strange. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich jetzt mit Cam dabei bin. Und überhaupt gefällt euch das Spiel weiter. Mir auf jeden Fall. Schon Mama hat geschrieben. Mama müssen wir auf jeden Fall lesen und zurückschreiben im nächsten Part von Life is Strange, Leute. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.